Hallo, GNOME 3 mit Menü. Sollte man bei GNOME 3 ein Menü vermissen, so kann man sich auch eins mittels einer Shell-Extension nachinstallieren. Die Extensions Erweiterungen werden auf der Seite extensions.gnome.org gesammelt. Und hier möchte ich jetzt mal zwei vorstellen. Zum einen die Nummer 6, die Applications Menü Erweiterung. Und um die zu installieren, drückt man einfach auf den Schalter, so dass er in On erscheint. Dann ein bisschen warten. Dann bestätigt man mit Installieren und schon ist das Menü oben in der Leiste. Da ist es. Oder dann noch die andere Erweiterung. Die Nummer 327 mit dem Namen AXE-Menü. Hier ebenso das gleiche, die gleiche Prozedur, einfach auf den Schalter installieren. Und da ist das Menü. Okay. Um die Extensions wieder zu deinstallieren, geht man ins Home-Verzeichnis, geht auf Ansicht, verborgene Dateien anzeigen, so findet man das Verzeichnis .local, dann geht man ins Verzeichnis Share, GNOME Shell, Extensions und hier sind die beiden Erweiterungen. Und um die zu löschen, einfach die Ordner löschen und dann einen Neustart einleiten. Ciao und viel Glück.